und willkommen bei unserer Kodi-Videoserie. Dieses Mal geht es darum, wie ihr eigene Kategorien für eure Filme oder Serien nutzen könnt. Hier mal als Beispiel, damit ihr wisst, was gemeint ist, gibt es die Kategorie Football, wo dann entsprechend Footballfilme auftauchen. Und das Ganze könnt ihr relativ nach Belieben selber machen. Los geht es hier oben über Einstellungen, dann über die Skin-Settings. Und hier seht ihr auch schon, das ist natürlich der Standard-Skin, dass es diese Punkte Edit Categories gibt. Wenn ihr da draufklickt, kommt die Meldung, dass dafür noch ein Add-on fehlt, nämlich der Library Note Editor. Den könnt ihr natürlich installieren. Es dauert auch nicht lang, dann könnt ihr nochmal draufklicken. Und an den kleinen Pfeilen oben erkennt ihr schon, dass ihr jetzt was Neues machen könnt. Jetzt müsst ihr überlegen, wo soll eure Kategorie hin? Wir möchten jetzt beispielsweise mal Filme mit Halloween-Bezug haben. Da könnt ihr jetzt schauen, wo ihr das haben möchtet. Football ist jetzt ganz oben in der Hierarchie. Ihr könnt aber auch einfach unterhalb von Genres noch etwas machen. Das liegt ganz bei euch. Als Beispiel nehmen wir jetzt nochmal einen hier. Anfang tut es mit New Note. Das ist also ein neuer Ordner. Da nehmen wir jetzt als Beispiel mal Halloween. Und oben erscheint Halloween. In diesem Ordner ist noch nichts drin, da muss jetzt Content rein, in diesem Fall Filme. So, nun wären im Moment in diesem Ordner alle Filme. Es sollen aber nicht alle rein, sondern nur welche, die einer bestimmten Regel folgen. Also geht es über Add Rule weiter. So, unsere Regel sollte jetzt als Beispiel einfach mal heißen, dass nicht im Titel, sondern im Plot, also in der Zusammenfassung, irgendwo das Wort Halloween vorkommt. Der Vollständigkeit halber, statt Contains, also beinhalten, gibt es natürlich auch nicht beinhalten, starten, enden mit ist oder ist nicht, sodass ihr relativ feingranular einstellen könnt, was denn nun in eurem neuen Ordner irgendwo erscheint. So, damit könnt ihr dann auch wieder zurückgehen und den Library Note Editor bzw. die Skin Settings verlassen. Und jetzt beispielsweise bei Filme schauen, dann müsst ihr einmal wieder nach oben navigieren, noch einen nach oben und wieder nach unten. Das ist so eine kleine Marotte bei Kodi. Und schon gibt es den Halloween-Ordner. Und naja, zumindest einen Film hat er gefunden, Nightmare Before Christmas. Hervorragende Wahl. Ihr wisst, wie es funktioniert und ihr könnt damit jetzt anlegen, was auch immer ihr möchtet. Und beispielsweise Dramaserien, Science-Fiction-Serien oder sonst irgendetwas zusammenfassen, nach welchen Regeln auch immer. Natürlich könnt ihr auch mehrere Regeln nutzen und so die Bibliothek ziemlich klein einschränken, wenn sie denn groß ist. Das war's soweit. Viel Spaß bis dahin.